Leute, heute gibt es wieder eine neue Folge Minecraft und heute gibt es wieder einen richtig nicen Prank an Max, denn heute habe ich was ganz Besonderes überlegt, denn wir werden heute ein Mob-Battle machen. Aber Leute, ich weiß, dass Max übertrieben große Angst vor Spinnen hat und deswegen habe ich eine Mod runtergeladen, mit der ich mich in eine ultimativ krasse Spinne verwandeln kann. Und damit werden wir ihn pranken, aber ich habe auch noch viele andere Mods am Start. Ich kann einfach durch eine geheime Glaswand schauen und beobachten, was er macht. Das heißt, wir werden ihn heute komplett zum Ausrasten bringen. Deswegen lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu seid, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an. Let's go. Und damit, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück. Und ihr seht schon, ich bin hier am Start in Minecraft. Und ihr seht schon im Hintergrund, wer mit am Start ist. Hallo? Bist du da? Hallo, Lom. Na? Wir sind dann wieder in Minecraft am Start. Und ich habe dir ja schon erzählt, was wir grob machen, denn wir werden heute ein Mob-Battle machen. Kurz, damit du es verstehst. Du hast hier deine Seite, ich habe drüben meine Seite. Und wir werden dann immer Mobs spawnen. Also du kannst alles spawnen. Wir haben Zombies, wir haben auch Mutanten-Zombies und ganz komische Monster am Start. Die kannst hast du heute... Hast du auch Cristiano Ronaldo in Groß, der dich mit einem Fußball umkickt? Müsste ich nachschauen, aber ich bezweifle das mal sehr stark, dass ich Cristiano Ronaldo... Nein, warum? Aber wir haben wirklich... Max, wir haben hier wirklich so viele Mods, du kannst hier alles probieren. Wir haben auch Dinos und alles. Und die werden wir dann gegeneinander kämpfen lassen. Und heute wird dann einfach... Der Dino isst sich dann auf! Genau, der isst sich auf. ja, Max, und es gewinnt der, der die besseren Mobs spawnt und wessen Mobs halt dann gewinnt. Ich denke, das Ganze ist selbsterklärend. Wir haben hier beide so einen Teamauswahlstab, damit können wir unsere Teams ausfüllen. Und jetzt würde ich sagen, labern wir nicht so viel. Ich gehe rüber auf meine Seite und dann spawnen wir gleich die ersten... Tschüss, geh weg hier, das gehört mir, das Haus hier. okay, ich gehe auf meine Seite, Max. Geh weg, Mann. Ich hoffe, du kriegst es hin, Max, okay? Wir schaffen das. Komm schon, ich gehe rüber, okay? Ich gehe ja schon, okay. Nicht gucken, weißt du, wenn du guckst, dann wird heute Nacht ein Cristiano Ronaldo in deinem Zimmer stehen und dich mit einem Fußball abschießen. Okay, das will ich nicht, Max. Lass mich gehen. Ich geh schon. Tschüss! Okay, tschüss, Max. Ich komm gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, ich bin jetzt gemutet und ihr seht, ich bin hier auf meiner Seite und ja, ihr seht schon im Hintergrund. Was ist denn da? Ja. Da, meine Freunde, ist eine Glaswand, aber das Lustige ist, ihr habt es eben schon gesehen, ich sehe doch jetzt ganz kurz nebenbei oben mal Max seine Sicht eingeblendet, er sieht diese Glaswand nicht. Also auf seiner Seite hat er ganz normale Wolle und ich habe hier einfach, ja, das nennt sich One-Way-Glas. Also wenn ich das hier hinmache, seht ihr schon, ist das von der Seite Wolle, aber von der anderen Seite kann man durchschauen. Und das Ganze habe ich hier platziert, das heißt, ich werde heute wirklich maximal reinbreaken, weil ich sehe einfach, welche Mobs er spawnt. Deswegen lasst dafür jetzt unbedingt ein Like, da schaffen wir 20.000 Likes, das wäre mega korrekt. Also ich werde jetzt einfach mal abwarten, was Max gleich spawnt. Aber wie gesagt, Leute, Max hat extrem große Angst vor Spinnen und deswegen werde ich auch am Ende des Videos mich in so eine Riesenspinne verwandeln. Guckt euch das an. Und mit dieser Spinne werde ich dann rumkrabbeln. Aber das ist nicht alles. Ich habe auch hier so einen Spinnstab am Start und damit kann ich einfach so Spinnweben schießen und ihn komplett mit Spinnweben einkleistern. Oder ich kann zum Beispiel einfach so Spinnen beschwören. Guckt euch das an, Leute. Es wird so krass. Wir werden das Mob-Battle so abreißen. Aber ich würde sagen, das machen wir erst am Ende. Ich move mich jetzt erstmal zurück. Und zack, da bin ich wieder. Ja, jetzt würde ich sagen, ich guck mal, was spawnt Max da eigentlich? Da spawnt... Da hat irgendwas so einen komischen Zombie gespawnt. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, wir spawnen... Was spawnen wir als allererstes? Boah, ich glaube, Ich werde so... Oh mein Gott. Ich werde so Infected Villager spawnen. Guckt euch das an. Da sind so Parasiten-Villager. Ich glaube, davon spawnen wir einfach mal ein paar. Ey, ich habe Angst, dass Max sich jetzt gleich schon einscheißt, wenn er das sieht. Weil die sehen echt ein bisschen gruselig aus. So, aber damit wir das Mob-Battle hundertprozentig gewinnen, gebe ich jetzt hier nochmal so ein Command ein. Und gebe mir somit ein One-Hit-Schwert. Damit kann ich alles One-Hitten. Ich zeige euch das mal. Ich werde zum Beispiel mal einen von diesen Villagern hier töten. Und jetzt seht ihr schon, kann ich mich einfach selber in diesen Villager verwandeln. Und ich werde jetzt einfach selber als so ein Infected Villager mitkämpfen und einfach alle mit diesem Schwert töten. Das wird so unfair. Okay, ich hoffe, Max ist bereit. Ich weiß gar nicht, was hat er da gespawnt? Ich habe keine Ahnung. Max scheint auf jeden Fall bereit zu sein. Er macht auf jeden Fall nichts mehr. Deswegen würde ich sagen, muten wir uns jetzt und mal schauen, wie die erste Runde ausläuft. Vorher du mir noch unser Team einmal markieren. Zack. Und jetzt würde ich sagen, muten wir uns. So, Max, ich bin fertig. Mein Team steht. Ist dein Team auch bereit?
Ja, ich habe hier mit Gustav ein bisschen gesprochen und habe einmal Rechtsklick gemacht und jetzt kann Gustav loslaufen. Okay, ich würde sagen, ich lasse die Wände runter, okay? Die erste Runde beginnt. Ja. Bist du bereit? Los, Gustav, angreifen! Okay, und... Los, was ist mit Gustav passiert? Wer ist er denn hier? Max, du hast nur einen einzigen gespawnt. Ja, was? Warum hast du denn 10.000 gemacht? Ja, ich habe einfach nur Gustav gemacht. Max, das ist ein Mob-Battle. Da muss man Mobs spawnen. Also du kannst ruhig 5, 6, 7, 8 Mobs spawnen. Deine sehen voll eklig aus. Ja, okay. Gut, Max, ich würde sagen, die erste Runde geht damit an mich. Aber du hast doch... Nein, du hast geschummelt. Du hast gesagt, ich soll einmal einen machen. Und hab ich gemacht. Und du hast 10 gemacht. Mein Punkt. Okay, Max, pass auf. Wir machen einen Punkt an dich. Auf korrekt. Okay, komm. Ja. Ich mach die Wände wieder hoch. Wir machen eine zweite Runde. Okay, Max? Ja, weil du hast geschummelt. Okay, ich hab geschummelt. Ich will nicht wieder, Max. Bis gleich. Okay, Leute. Ich bin jetzt gespannt auf die nächste Runde. Was Max gleich spawnen wird. Er hat einfach eben nur einen einzigen gespawnt. Er weiß einfach gar nicht, was abgeht. Okay, ich würde sagen, wir warten jetzt mal drauf, was Max spawnt. Und dann werde ich einfach darauf dann irgendwas krasseres spawnen. Oh mein Gott. Digga, was spawnt denn Max? Er hat einfach irgend so ein Mutant-Enderman gespawnt. Oh mein Gott. Digga, was spawnt er dafür? Oh mein Gott, jetzt müssen wir irgendwas krasses spawnen. Okay, er hat ein Mutant-Enderman gespawnt. Okay, was spawnen wir da jetzt am besten? Boah, oh mein Gott, was spawn ich da? Wisst ihr, wenn Max so ein Mutant-Enderman spawnt, spawn ich jetzt einfach so ein Mutant-Skelett und oh mein Gott. Guckt euch das an. Tschüss. Okay, also ihr seht, das ist jetzt so ein Mutanten-Skelett. Und Max hat so ein Enderman, aber ich werde ihn jetzt killen, Leute. Passt auf, zack. Denn einen werde ich selber spielen. Ich morph mich jetzt. Oh mein Gott, guckt euch das an. Okay, ich würde sagen, so gewinnen wir das auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich ermute mich. So, Max, ich bin bereit. Meine Mobs sind gespawnt. Sind deine denn auch gespawnt? Lom, hier ist, fertig hier sein Name. Alex, das hab Alex gemacht. Okay, ich hoffe, du bist bereit. Ich lasse die Wände jetzt runter, okay? Ja, wenn meiner okay. Ist weg. Wo ist meiner hin? Ey, deiner teleportiert sich. Der. Oh mein Gott, was macht der? Ja, Alex! Ey! Max? Wo ist Alex hin? Ich glaube, dein Alex ist gestorben, so wie es aussieht. Ich glaub, was soll das denn jetzt? Ich glaube, mein Mutant-Skelett war ein bisschen zu stark. Du hast gecheatet, Lom. Hä? Ich habe auch nur einen Mutant gespawnt. Ich hab ja, aber meiner war eigentlich voll cool und du hast Alex getötet. Max, tut mir leid. Guck mal, es steht jetzt 1-1. Guck mal, geh auf deine Seite. Ich spawn diesmal was nicht so krasses, okay? Ja, wehe, du machst krass. Okay, Max, nächste Runde. Okay, Leute, die Runde haben wir auf jeden Fall easy gewonnen. So, ich weiß nicht, was Max... Oh mein Gott. Max spawnt irgendwelche komischen Bosse. Oh mein Gott. Okay, Max ist jetzt komplett am Übertreiben. Jetzt müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Warte mal. Digga, Kacke, was mache ich denn jetzt? Es wurden irgendwelche OP-Bosse. Okay, jetzt müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Warte. Wisst ihr, was ich mache, Leute? Ich spawn einfach ein paar Feuerdrachen. Oh mein Gott. Tschüss, wie heftig. Oh mein Gott. Ich glaube, gegen so Feuerdrachen kann er nichts machen, Leute. So, aber ich würde sagen, einen töte ich auf jeden Fall. Zack. Dad, guckt euch das an. Ich morph mich jetzt einfach selber in so ein Drachen. Oh mein Gott. Tschüss. Tschüss. Oh mein Gott. Ich bin jetzt selber so ein Drache. Ja, okay, Max hat keine Chance, Leute. Ich würde sagen, wir muten uns und gehen rein in die nächste Runde. So, Max, ich bin bereit für die nächste Runde. Bist du auch bereit? Ja, ich habe Bakoko Sanchief. Was, Coco, was? Coco Sanchief habe ich. Okay, ich lasse jetzt die Wand runter. Bist du bereit? Ja, angreifen, Coco! Okay, die Wand ist unten in 3, 2, 1. Eins, die Wand ist unten, Max. Es geht los. Jetzt musst du angreifen. Du musst angreifen. Feuerdrachen, mach was. Ja, los, boom. Komm schon, boah, guck mal, meine sind viel krasser als deine. Nein, einer ist schon tot, Max. Guck mal. Komm schon. Nein, der lebt doch noch. Greift was? An, Feuerdrachen, ihr schafft das. Greift an. Hä? Bakoko, angreifen musst du. Bakoko. Hä? Max? Was ist mit Bakoko passiert?
Ich hab Bakuko in meine Hand jetzt auf einmal. Max, ich will jetzt nichts sagen, aber ich glaube, die Feuerdrachen haben gewonnen. Hä? Du hast gesagt, du machst nicht sowas krasses. Ich wusste ja auch nicht, was du spawnst. Ich hab gedacht, du spawnst jetzt was richtig krasses, weißt du? Ja, aber der ist doch krass. 2 Stück, Boku Sanji. Warum hast du jetzt die Maske auf deinem Kopf? Was hab ich auf meinem Kopf? Max, komm, ich geh rüber, mache nächste Runde, okay, Max, komm. Ja. Ich lass niemand wieder. Geh weg! Ja, okay. Jetzt mach den hier weg, den blöden Mann! Okay! So, ich bin wieder auf meiner Seite und ich glaube, es kann. Ist Max? Oh nein. Ja, Max bohrt jetzt auch irgendwelche Drachen. Hä? Okay. Jetzt, er hat sowieso keine Chance. Ich meine, ich habe mein One-Hit-Schwert, von daher, Leute. Okay. Ich glaube, ihr müsst jetzt irgendwas Krasses spawnen. Oh mein Gott, was mache ich jetzt gegen diese Drachen? Wisst ihr was, Leute? Wir wollen ja Max ein bisschen pranken. Deswegen würde ich sagen, Leute, auf entspannt, spawnen wir einfach so ein paar Hühner, so als wäre nichts, auf ganz entspannt. Jetzt töten wir einen so ein Huhn. Zack. Und jetzt verwandle ich mich einfach selber in das Huhn. Und jetzt habe ich ja hier mein Diamantschwert. Und kann die Drachen one-hitten. Auf ganz entspannt. Ich würde sagen, wir muten uns und schauen mal, wie Max reagieren wird. So, Max, bist du bereit? Lom, ich habe jetzt 4 Freunde gespawnt. Mhm, 4 Freunde. Das hört sich ein bisschen nach Drachen an. Du hast doch keine Drachen gespawnt, Max, oder? Was? Genau. Ich lass die Wand jetzt runter, okay? Mach mal. Okay, warte, ist unten in 3, 2, 1. Es geht los. Ja, Max, du hast ja irgendwelche komischen Dinos gespawnt. Nein, das sind meine Freunde. Der eine ist Ali, der andere ist Katali und der andere ist Katayami. Die haben ja schon Hühner von mir getötet. Der andere ist Katayami. Die töten meine Hühner, Max. Was hast du da gespawnt? Warum hast du denn nur so ein dummes Huhn gespawnt? Bist du doof? Ja, ich dachte halt, dass du nicht so krasse Mobs spawnst. Du hast gerade eben so einen großen Skelettkopf gemacht und hat dann einfach meinen getötet und du hast alles aufgegessen von mir. Ja, aber, Max, ich kann ja auch nichts dafür. Ich dachte, du spawnst was Krasseres. Aber, sag mal, Max, es lebt gerade nur noch einer von dir. Und warum tötest du eigentlich meine Hühner jetzt? Hallo? Was willst du denn? Ich mach doch nur deinen Huhn einmal. Ich helfe doch nur meinen Freunden. Ja, nein, das ist nicht korrekt, Max. Finde ich nicht gut, dass du meine Hühner tötest. Aber ich glaube, aber Max, kurze Frage. Ja? Deine Dinos oder Drachen oder was auch immer. Du hast sie irgendwie verzaubert, deine Hühner. Die sehen aus wie brutale Töter. Ja, aber deine Drachen sind auch tot, Max. Ja, du hast ja irgendwas hast du gemacht. Das habe ich gesehen in meinem Kopf. Hä, aber was habe ich denn gemacht, Max? Dann sag's mir doch, was habe ich denn gemacht? Weiß ich nicht! Du hast aber meine Freunde Katali, Katayami und Katayami. Ja, du kannst jetzt erstmal die komplette Map hier reparieren, weil du alles kaputt gemacht hast, du Voll. Ich war das nicht, das waren deine Hühner. Komm, Max, du kriegst doch eine Chance jetzt, aber komm, spawn mal jetzt wirklich was Ordentliches, okay, wo ich wirklich keine Chance habe. Soll ich mal meine Mathelehrerin spawnen? Nee, muss das einfach ein Mob spawnen. Was? Spawn einfach ein Monster. Mathelehrerin, okay, ich mach meine Mathelehrerin. Okay, Max. Du bist ja ein Zombie. So, ich mache jetzt die Wand wieder hoch, Max, ja? Ich mache jetzt meine Mathelehrerin, pass auf. Ja, okay, Max, dann spawn deine Mathelehrerin. Ich bin echt gespannt, wie die aussieht, ja? Ich mute mich wieder, bis gleich. Okay, Leute, die Runde haben wir easy gewonnen. Ich töte jetzt hier kurz noch die restlichen Hühner schnell. So, okay, perfekt. Bin jetzt gespannt, was Max da spawnt. Oh mein Gott. Ey, jetzt spawnt der auch diese Mutanten-Skelette, der Blödmann. Und der spawnt irgendwelche Mutanten-Monster. Was macht der da? Aber Leute, ihr wisst, ich habe noch meine Monsterspinne für den Abschluss. Er wird so ausrasten, wenn er diese Spinne sieht. Aber ich muss erst mal überlegen, was machen wir jetzt gegen diese Mutanten-Skelette? Ich glaube, da wird nur eins helfen. Wir müssen irgendwelche Dinos oder irgendwas spawnen. Oder warte mal. Boah, ich habe eine krasse Idee, Leute. Guckt euch mal diese Kühe an. Ich werde einfach diese Monsterkühe spawnen. Guckt euch diese Monsterkühe an. Davon spawnen wir einfach ein paar. Und die werden alle seine Mobs aufessen. Ich sag's euch so. Ich werde jetzt eine Kuh aber töten. Zack. Und jetzt werde ich mich wieder selbst in so eine Kuh verwandeln. Guckt euch das an. Okay. Max wird keine Chance haben. Ich sag's euch. Was hat er da gespawnt? Was macht er da? So, Max, deine Zeit ist um. Ich bin gespannt auf deine Mathelehrerin. Darf ich die Wand runterlassen? Weißt du, ich habe meinen Mathelehrer von der
von früher und dann habe ich meine Mathelehrerin, die sind zusammen und okay, dann habe ich Max, von denen das Kind und dann habe ich den Onkel von denen, weißt ich, du? Ich lass die Wand runter, ja. Drei, ja, Angriff! Zwei, als Angriff! Oh, was hast was du hast du denn da? Du hast hier so komische Mutantenskelette gespawnt. Du hast irgendwelche Hühner, Anni, wie heißt das noch, einen Kuh? Ja, warum aber... Warum deine Kühe machen meine Mathelehrerin kaputt? Komm schon, Kühe, ihr schafft das. Los, ey, du hast meine Mathelehrerin kaputt gemacht. Was ist das denn hier? Das ist, ich weiß nicht, was dein komisches Skelett da hinterlassen hat, aber, das, die Kuh hat's aufgegessen. Oh. Also, Max... Wo sind denn jetzt meine Freundin? Die sind, weg. Die sind weg, so wie es aussieht, Max. Ja, also einer meiner Kühe hat überlebt. Siehst du? Was? Und das zählt. Hör auf, jetzt meine Kuh zu schlagen, Max. Die rennt schon weg, lass meine Kuh in Ruhe. Nein, deine Kuh hat nicht überlebt. Die ist viel zu... Hallo, hör auf, jetzt meine Kuh zu jagen, Max. Sonst isst sie dich auch noch auf. Die isst dich auf, die Kuh. Ja, dann machen wir jetzt noch eine Runde und jetzt gewinne ich. Die hat dich aufgegessen? Hä? Mich hat die Kuh gegessen. Ja, ich hab doch gesagt, leg dich nicht mit der Kuh an. Okay, Leute, die Runde haben wir auch easy gewonnen. Ich würde sagen, wir morphen uns jetzt erstmal zurück. Ey, ich sag euch ehrlich, Max wird so sauer sein. Und, ey, der hat sich ernsthaft wieder seine komische Maske da aufgezogen, ne? Ich weiß nicht, was er davor hat, aber... ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal ab darauf, dass Max irgendwas spawnt. Ich habe auch keine Ahnung, was er davor hat zu spawnen. Aber bisher sieht's aus, als hätte er nichts gespawnt. Okay, wir müssen jetzt kurz abwarten und dann würde ich sagen, Leute, zum Ende werde ich mich hier in meine Monsterspinne verwandeln. Und ich glaube mir, ich bin so auf Max seine Reaktion gespannt. Ich meine, guckt euch bitte mal diese eklige Spinne an, wenn die so angegrabbelt kommt. Digga, mir wird selber schon schlecht. Aber okay, Leute, ich weiß nicht, was spawnt Max denn jetzt? Der überlegt noch. Ja, egal, komm, das von mir jetzt einfach auch irgendwas. Wobei, ich glaube, er hat was gespawnt. Er spawnt einfach Silberfische. Was ein Musti. Er spawnt einfach Silberfische. Ja, okay, komm. Dann spawn ich jetzt. Was ist das hier? Digga, was ist das denn? Wenn Max irgendwelche komische Silberfische spawnt, würde ich sagen, spawnen wir einfach auf ganz süß so einen Schneegolem. Guckt euch das an. Habt ihr schon mal so einen Schneegolem gesehen? Da spawnen wir einfach mal 3 Stück. Aber ein kill ich wieder. Ich werde mich jetzt wieder selbst in einen Schneegolem verwandeln und wieder alle mit meinem One-Hit-Schwert töten. Ich würde sagen, ich ermute mich mal und oha! Max hat irgendwelche Zyklopen gespawnt. Okay, das wird echt schwierig, Leute. Aber egal, wir schaffen das. Komm schon. Bist du bereit für die ultimative nächste Runde? Lom, ich habe jetzt 2 coole Freunde von mir. Gut, Max. Ich würde sagen, ich habe mein Team ausgewählt. Und dann werden die Wände runtergelassen in 3, 2, 1. Die Wände sind unten, Max. Und oh! Greif den an, ja, aufessen! Ja. Nein, hallo, Max. Deine Zyklopen sind zu stark! Ja! Lecker! Dein einer, der ist viel zu stark hier. Ich glaube, ich habe wieder gewonnen, Max. Lom. Zieh mal deine komische Maske da ab. Was hast du da für eine Maske eigentlich auf, Lom, Max? Der eine hier, der hat die einfach rumgeboxt. Aber die haben doch die anderen beiden gegessen. Ja, Max, die arbeiten im Team zusammen, weißt du? Jetzt setz deine komische Maske da ab. Was hast du da auf dem Kopf? Weiß ich doch nicht, wie das geht, Lom. Okay, Max, ich gehe jetzt auf deine Seite. Ich lasse jetzt meine Seite wieder hoch, ja? Jetzt letzte Runde und jetzt gewinne ich. Letzte Runde und du gewinnst. Okay, Max, pass auf. Die Wände sind wieder oben. Ich mach jetzt was richtig Krasses. Pass auf. Max, pass auf. Wir machen eine Alles-oder-Nichts-Runde. Meiner brennt! Solltest du diese Runde gewinnen, hast du das komplette Mob-Battle gewonnen. Okay, Max, ist das ein Deal? Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich mute mich. Und jetzt bohren was richtig Krasses, okay, Max? Warte, ich mach was richtig Krasses. Ich hab mich gemutet, Leute. Was spawnt Max? Hat irgendeine Meerjungfrau gespawnt? Die singt einfach. Und da spawnt irgendwelche Eisen... komische Schin... Was spawnt der da? Ey, oh mein Gott. Aber egal, Leute. Max hat gesagt, letzte Runde. Und deshalb würde ich sagen, ist es an der Zeit für unsere Monsterspinne, Leute. Oh mein Gott, es wird so krass. Es wird so krass. Ich bin so gespannt auf Max seine Reaktion. Weil ich weiß, Max hat übertrieben Angst vor Spinnen. Und ich meine, die sieht echt ekelhaft aus.
Ich würde sagen, Leute, ich mache mich bereit mit meiner Monsterspinne zum Angreifen. So, ich habe auch wieder meinen Spinnstab am Start, Leute. Und ich würde sagen, ich ermute mich mal. Und wir fragen mal, wie weit Max ist. Ich weiß, du musst dich gut vorbereiten auf die Runde, aber wie weit bist du? Warum wird es so dunkel, Lom? Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Warum das dunkel wird? Ich kann es dir gar nicht sagen, Max. Ich weiß es nicht. Es wird vielleicht einfach dunkel. Ich mach schnell noch einen von meinen Freunden. Ja, okay, dann mach noch einen, Max. Aber nimm dich in Acht vor meiner vor meinen Mobs, ja? Ja, ich bin bereit. Bist du bereit? Okay. Ja. Max, ich lass die Wand jetzt runter. Bist du bereit? Ich frag nur, bist du wirklich bereit? Ja, 3, 2, 1, los. Okay, Wand ist unten, Max. Was? Lom! Ja? Lom, was ist das? Warum? Lom, das ist eine Spinne! Wie, da ist eine Spinne? Eine ganz große Klicke! Lom! Ja, deine greifen doch gar nicht an. Was hast du gespawnt? Das ist eine Spinne! Max, bleib mal stehen jetzt. Warum rennst du mit der Spinne weg? Lom, deine Spinne weg! Also ich glaube, Max... Lom! Deine Lom, komischen... Lom, die Spinne weg! Lom, Max, ich habe ganz große Angst zu Spinnen! Ich glaube, meine Spinnen greifen deine komischen Golems an, Max. Lom, ich kann gar nicht weg hier, da... Lom, die kleine, große Spinne macht 10 Millionen kleine Spinnen. Ja, Lom, mach die Spinne weg, bitte. Nee, Max, das sind meine Monster. Lom. Ja? Lom, die Spinne schießt irgendwas auf mich. Max, ich glaube, die Spinne will dich essen. Lom, nein. Bleib Lom, stehen, ich Max. Nein, Lom. Lom, Max, die Spinne, ich muss weg. Ich kann das nicht mit Spinnen. Max, die Spinne isst dich auf, glaube ich. Hol? Max? Digga, die ist einfach gegangen. Leute, wenn euch der Prank gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben, dann abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ich bin raus, Leute. Ciao.